So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. So, ja, wir wollten auf Abenteuerreise gehen, beziehungsweise auf Farmingreise. Also das heißt, wir gehen jetzt quasi spazieren. Das heißt, wir farmen wahrscheinlich auch Diamanten, wenn wir welche finden werden. Das heißt, ich denke mal, falls wir Diamanten finden, ich denke, dass wir hauptsächlich Eisen finden werden. Das wäre dann wahrscheinlich das, wahrscheinlich sinnvollere, was wir finden werden. Dann können wir nämlich auch ein bisschen unsere Rüstung ausbauen. Das dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Schutz bietet. So, dann schauen wir mal unsere Tasche an. Wir haben Fackeln dabei, wir haben Schaufel, Spitzhacke. Ja, okay, das sollte für eine kleine Expansion. Für eine kleine Reise wohl genügen. Unser Blumentopf. Ich weiß auch nicht, warum genau da am Eck stehen muss, aber nein. So, da müssen wir wieder lang. Da könnten wir eigentlich auch demnächst mal eine Brücke hinklatschen, oder? Na, mal gucken. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel Holz farmen gehen. So, dann ist halt die Frage, in welche Höhle gehen wir rein, dass wir dann auch wieder rauskommen. Als Maul. So, das machen wir hier so. Ach, guck mal an. Verbrenn einfach. Verbrenn und stirb leise. Ja, super. Hallo. Okay, nehmen wir lieber die Spinne. Dann haben wir nämlich schon mal Seile und ein bisschen XP. Oh, ich sehe da einen Creeper. Hey, Dude. Komm, zünde. So. So, gehen wir jetzt wieder an die Stelle zurück. Geil. So, hupfen wir mal dahin. So, dann kriegen wir jetzt gratis Erde. Habe ich wieder meine Boots in der Hand. I got no roots. Hör auf zu singen. Hör einfach auf zu singen. Lass es. Du nimmst einen Let's Play auf und kein Let's Sing. Oh nein. Ein Let's Sing aufzunehmen. Eieieiei. Das heißt, wir ziehen uns die Boots an. Ja, wir wollten die Boots anziehen. So, jetzt kann man wieder ein bisschen laufen.
Ein Fackelschirm. Brauchen wir hier ein bisschen Licht. So, Stein, 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 Stein. So, das, das, das. Aber das war nicht das Hauptziel, da wo wir eigentlich heute hin wollten. Sondern wir wollten nämlich noch etwas tiefer in die Geschichte eindringen. Das heißt, dass wir auch noch unter Tage gehen, was ich ja auch letzte Folge gesagt habe und so. So. Aber unbedingt Villager suchen oder sonst irgendwas und die dann abziehen. Wäre eine Überlegung wert. So. Aber es wird auch schon irgendwie schon wieder dunkel, habe ich das Gefühl. Nein, wir sind ja in einem Berg und so. Oh, da liegt ja noch Kölsche. Ein Köhlelein kommt allein in den kleinen Wald hinein. Na, 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 na. Hör einfach auf zu singen. Lass es. Lass es. Nee. Mein Gott. Schlimm, dieser Junge. So, da haben wir wieder hier einen neuen Berg und Fledi ist auch am Start. So, da haben wir hier viel Hammelfleisch rumhüpfen. Plus Wolle und ein Wasserfall. Mohnblätter. Bäume. Ja. Das ist nicht der Weg, den wir gehen wollten. So, dann nehmen wir hier die Fackel mit. Zack. Collectible. Collected. Verdammt. So. Wir wollten nämlich genau da lang. Weil da sind wir nämlich letztens einer, ja, was soll ich sagen, einer Höhle begegnet. Kann man das so sagen? Wir sind hier drauf. Nein, das war das nicht. Stimmt, da war das, oder? Nein, das war das auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo das war. Ah, da war das. Oder? Nein, da ist die Lava. Also das heißt, es ist nicht mehr weit entfernt davon. Ich würde erstmal sagen, gehen wir wieder zurück, legen uns kurz schlafen. In das Bett. Aber wenn ich jetzt. Ja, behalt deine Rotze für dich. Ah, Klappe, Klappe! Au. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Oh nein. Hi. Haha. So, jetzt. So, schnell ins Bett. So, jetzt haben wir kurz Zeit, die Füße hochzulegen. Du sollst. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Ich sehe keine Monster. Welches Monster soll denn bitte in der Nähe sein? So. Ich hätte jetzt so einen Witz bringen können, aber das. Nee. Wäre irgendwie kein Witz gebracht. Wir brauchen kurz mal. Die Steinhacke. So, dann hacken wir mal kurz die Spitzhacke dahin. So, dann können wir hier wieder.
Oh nein, Creeper! Hau ab von meinem Haus! Mami! Die mobben mich im Internet! Mami! So. Nochmal glimpflich gelöst. Alter. Nicht mit mir. Scheiß Monster. So, dürfen wir dann jetzt auch Samen sehen? Ja, hast du Samen gesagt. So, so, dann gehen wir erstmal. Igel wurde durch Creeper in die Luft gesprengt. Was ein Noob. So. Alter, was war das für eine Lache? Alter, da kann man sich ja fast selber gruseln davor. So. Den Faden braucht man nicht. Die Kohle, die kann man abliefern. Das brauchen wir auch nicht. Das schmeißen wir weg. So. Könnten wir da was futtern. Dann schmeißen wir das Weizen weg. So, dann können wir wieder die Sticks reinhauen. Na, das behalten wir lieber. Steinspitzhacke. Ja, könnte man mal wieder eine basteln. Ey, blödes Handy. Hat einfach... Hey! Ich bin am Aufnehmen! Weißt du, wenn es Schatzi gewesen wäre, dann wäre es ja kein Problem gewesen. Aber nein, es ist wegen irgendwelchen belanglosen Dingen. So, jetzt haben wir ein... Wir wollten... Ja, Stein haben wir. Oh, Mann! Mein Kopf heute, ne? Das ist schön im Kopf zu haben, aber es bringt einen schön durcheinander. So, so. So, ja, Spitzhacke sollten wir halt auch schon basteln, ne? Also, wir haben... also, wir haben die Spitzhacke ja soeben gerade gebastelt. So, wir haben noch Schwert. Wir können also jetzt auf Reisen gehen. Sudele. So, das klingt so nach einem Skelett. Das klingt irgendwie so nach einem Skelett. So, Dilly. Oder war das die Höhle? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Okay, das ist ein Unterwassertempel. So ein Therme. So, dann gucken wir mal dahinter. Ja, stimmt, hier... geht's, glaube ich, schon mehr in die richtige Richtung. So, erstmal wieder kurz abchecken. Ja, hier war erstmal dieser unmenschliche Vorrat an Kohle. Also, wenn man jetzt noch handeln könnte, dass man gewisse Items, so, zum Beispiel so, wie so ein Wochenmarkt, wo du dann halt hingehst, dass du frisches, wirklich frisches Obst bzw. Gemüse hast, was du fürs Kochen verwenden kannst. Wenn du das in Minecraft auch noch könntest mit
irgendwelchen Mineralien, sei es Kohle oder sonst irgendwas, was du zu viel hast. Aber da, Kohle ist ja auch noch vielseitig einsetzbar. Du kannst es verwenden für die Fackeln und halt für die Kohleblöcken. Blöcke. Bah! Mann, Deutsch. Deutsch ist schwierig. Nur weil du kein Deutsch kannst, musst du nicht sagen, dass Deutsch gleich schwierig ist. Ja, ist ja gut. Mein Gott. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ist ja. Mobbing im Internet. Sodele. Ja, ist ja gut, du Lama. Wir haben eine Höhle gefunden. Ja, wir haben eine Höhle gefunden. Wupp, 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 wupp. Und dieser Moment, wenn die Minecraft-Musik anfängt zu spielen und du genau weißt, wenn ein Creeper kommt, ist alles vorbei. Warum muss diese Musik immer so wunderbar beruhigend sein? Weil ich meine, Minecraft, ja, es ist ein tolles Spiel für zwischendurch. Man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, kann viele freundliche Kreaturen treffen, schöne pixelige Landschaften entdecken und auch bestaunen. Eier auf Steinböden finden, Kohle abbauen. Das macht doch Spaß. Ja, und dann auf einmal gibt es dann wieder so Momente, da ist die Musik wieder weg. Hashtag Stimmungskiller. Okay, da hinten läuft der Stimmungskiller. So, mach mal hier mal weniger Quark. Er hat Quark gesagt. Sorry, Bro, ich brauche die Schlotter zum Überleben. So, jetzt gehen wir da runter. Schon wieder Kohle. Mann! China Zombies? Natürlich sind das Zombies. Hast du nicht die Augen aufgemacht? Nee. Au. Hi, ah! Ah! Ich fühle mich gerade wie bei Star Trek. Unbekannte We Unbekannte Welten! Wieso wird das nicht angenommen, wenn ich was baue? Oh lol. Ich bin tot. Ich bin tot. Pah! Hilfe, Alter, Hilfe. Sobald der Enderman irgendwelche Blöcke in die Hand bekommt, war's das mit mir. Können wir da kurz sneaken, um da ein bisschen mehr rauszugucken? Nein, kann man nicht. So, wo steht der Creeper? Direkt vor der Hütte. Ah! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play Minecraft. Oh nein! Ich werde jetzt versuchen, nochmal die Sachen zu holen. Oh nein! Mist! Wir sehen uns. Lass eine Bewertung da
und ein Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Würde mich natürlich sehr freuen. Und bis dahin, wir sehen uns. Ciao.